Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Wie ihr hier sehen könnt, ich bin vorbereitet und habe hier meine drei Primärfarben plus Schwarz-Weiß. Das habe ich mir hier schon hingelegt, auch hier. Und dann habe ich hier einen nicht ganz hundertprozentigen Farbkreis. Das ist aber trotzdem für unsere Zwecke super. Und habe ein fantastisches Buch, welches ich euch vorstellen möchte. Aus diesem Buch werde ich euch einiges erzählen. Und zwar, das ist das Kunst der Farbe nach Johannes Eaton. Wir werden jetzt zu dem Thema Farbkontraste etwas hören von mir. Und ich habe mir natürlich eine wunderschöne Challenge überlegt zu diesem Thema und möchte ganz gerne mit euch diese Challenge heute anfangen. Ja, das Thema Farbkreis als allererstes sehr wichtig. Das Farbkreis ist unterteilt nach den Farben in den Spektrum. Und zwar, wir haben ja im Prinzip wie in der Mitte hier des Kreises, könnt ihr sehen, die drei Komplementärfarben, dann die Farben, die daraus gemischt werden. Und dann die Farben, die Abmischungen von den Farben, von den jeweiligen Farben. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auseinandergesetzt habt, aber das ist schon sehr wichtig. Und ich werde euch heute mal ein bisschen schlicht und einfach versuchen zu zeigen, wie ich das verstehe. Wir haben einmal Gelb, dann haben wir Blau und dann haben wir das Magenta. So, und die liegen halt so ein bisschen auseinander, und wenn wir natürlich die zusammen vermischen, was passiert, wenn wir Gelb und Magenta vermischen, dann haben wir verschiedene Abstufungen, die sich aus diesen Farbkombinationen ergeben. Je mehr Gelb, desto heller wird das Ganze und desto gebrochener wird ja auch unsere Gelbton, beziehungsweise in dem Fall auch unsere Magenta. Dann das Gleiche können wir natürlich auf der anderen Seite machen. Jetzt haben wir hier das Magenta. Was passiert, wenn wir jetzt Magenta und Blau nehmen? Dann haben wir ein wunderschönes Violett. Schaut mal, wie wunderschön das aussieht. Das mache ich jetzt auch hier so, damit ihr das von den Primärfarben auch bedenken könnt. Und dann am Schluss, was haben wir natürlich am Schluss? Am Schluss haben wir Gelb und dann unsere Cyanblau. Und was erreichen wir? Ein wunderschönes. So, das ist im Prinzip dieser Kreis in der Mitte aus unseren drei Primärfarben. Ergeben sich dann diese Farben und daraus können wir natürlich ganz viele verschiedene Abstufungen machen. Wenn ich jetzt hier ein bisschen Gelb dazu gebe, haben wir ein ganz leichtes, blasses Gelb. Wenn ich jetzt hier zu dem Grünlichen noch mehr Blau gebe und ganz wenig Gelb, dann habe ich ein wunderschönes Türkis oder ja schon fast ja zu Meerestürkis. Und so können wir ja auch natürlich hier weitermachen.
in die Abstufungen von Lila und die Abstufungen von Grün und auch natürlich die Abstufungen von Gelb bis Orange. Und das ist ja im Prinzip, in, so wie wir es nach Eton die Farbenlehre haben, das ist ja unser erster Farbkontrast. Und dieser erste Farbkontrast können wir natürlich, ja, könnt ihr euch vorstellen, wir können dann ganz viele Abstufungen machen. Also im Prinzip, ich habe daraus gelernt, dass man tatsächlich fast alle Farben damit mischen kann. Und das finde ich schon so faszinierend, weil sowas sieht man eigentlich nur in der Natur. Und wir Menschen können ein bisschen hier der Natur auf die Finger gucken. Genau. Und das Ganze natürlich sieht man hier noch ganz genau. Die Abstufungen von Gelb, Grün, Blau bis Lila, bis verschiedene Abstufungen von verschiedenen anderen Rottönen. Das wäre unsere erste Übung. Und da möchte ich euch bitten, die drei Farben zu nehmen, ohne Schwarz und Weiß, und mit diesen drei Farben verschiedene Farbkontraste zu mischen. Ich würde euch bitten, auch einfach mal vielleicht ein Bild damit zu malen. Schaut mal, ich habe dann auch die Möglichkeit, wenn ich noch ein bisschen Gelb dazu nehme und in dem Pinsel, in dem es ja blau war, dann habe ich so ein schönes warmes Braun. Also damit möchte ich euch einfach zeigen oder euch ermutigen, versucht die Farben zu mischen und macht mir mal einen wunderschönen Farbkreis mit den drei Farben beziehungsweise auch vielleicht mit den jeweiligen Abstufungen. Das wäre die erste Challenge für euch.